Hey, May 22nd is the International Day of Biological Diversity. On this occasion, we ask ourselves where biodiversity can actually be found in our world, and what is this wilderness that everyone is always talking about? Was bedeutet für Sie Wildnis? Wildnis? Freiheit, Abenteuer, Natur, Entspannung, Tiere. Abschalten. Ich war ja in der Antarktis gewesen mit meiner Familie und dieses Unberührte, das Wort würde ich noch mit dazu nehmen. Das bedeutet für mich Wildnis. Okay, wilderness for me is freedom. Probably when someone can do whatever he or she wants and yeah, and feel good. Für mich bedeutet Wildnis etwas Unberührtes. Etwas, was man sich selbst überlässt und genau, etwas, was es zu bewahren gilt. Unberührte Natur, von den Menschen unberührte Natur. Ja, wo man sich ausleben kann vielleicht auch. Aber sobald man selber drin ist, ist es ja dann nicht mehr unberührt. Deswegen ist Wildnis schwer zu beschreiben oder überhaupt zu erfahren. Freiheit, dass man irgendwie nicht nur so in der Stadt festsitzt, sondern irgendwie durch den Wald. Unberührte Natur. Also überhaupt einfach, überhaupt keine menschlichen Einflüsse und Biodiversität. Wildnis ist, würde ich sagen, hat viel mit Unberührtheit zu tun und eben etwas, was der Mensch nicht beeinflusst hat und deswegen auch immer so ein bisschen unkontrolliert. Genau. Wenn man frei ist, aber auch gefährlich. So, lieber Busch, was ist für dich Wildnis? Wildnis ist für mich Unberührtheit. Also wenn ich nicht in Ruhe gelassen werde, wenn ich nicht beschnitten werde, bitte lass mich in Ruhe. Was bedeutet für dich Wildnis? Freiheit oder beziehungsweise sich einfach frei fühlen, seinen Körper freien Lauf zu lassen und ja auch so ein bisschen im Gegenzug die Natur akzeptieren, wie sie ist. Und ja, ich fühle mich einfach immer richtig gut, wenn ich draußen bin. Was bedeutet für dich denn Wildnis? Campen, Wildfleisch und Asbach-Cola. Asbach-Cola. Ein Wald voller wilden Tiere, Freiheit, alles grün, sowas in der Art. Sowas wie eine größere Natur mit mehreren Tieren. Keine Menschen, Tiere, abgeschieden, untouched, ja, wild. Ich komme aus der Kunst, bei mir hat Wildnis eine ganz andere Bedeutung. Wilde, junge Maler, das ist für mich Wildnis, die jungen Wilden. Following these inspiring impressions from the street, we also interviewed two experts who have been working on biodiversity for a while now. Isabel Rode and Peter Heller. Wildnis, was bedeutet das für dich? Gibt es die noch in München oder in Deutschland? Also für mich bedeutet Wildnis so ein bisschen die unberührte Natur, also die nicht so stark vom Menschen beeinflusst wird, sondern sich sozusagen selbst entwickeln kann, ohne dass der Mensch jetzt maßgeblich eingreift. Zum zweiten Teil der Frage, ich würde sagen, jein. Also ich würde sagen, es gibt teilweise noch die Wildnis in Deutschland vor allem, also zum Beispiel in den großen Naturschutzgebieten wie im Bayerischen Wald oder die Schwäbische Alb zum Beispiel. Da würde ich sagen, gibt es schon noch Wildnis, weil man da ja sich auch häufiger so Konzepte hat, wo der Mensch sich eben sozusagen zurückzieht und die Natur in Anführungszeichen machen lässt. Und in München ist das Ganze noch mal ein bisschen schwieriger. Also klar, wir haben den Englischen Garten, den Olympiapark oder den Perlacher Forst oder Nymphenburg, ist ja auch ganz groß mit Wald und allem. Aber das ist alles nicht in der Kategorie, wo ich Wildnis reinsetzen würde, weil im Prinzip die Orte eigentlich vom Menschen mehr oder weniger angelegt wurden und ja, der Mensch sozusagen mehr Teil davon ist, aber eben maßgeblich die Natur beeinflusst. Der LBV hat ja so Biotope und die überlässt er sich größtenteils auch sich mehr. Also da gibt es sozusagen mehr so
ein Biotop-Management-Plan, sage ich jetzt mal. Und da würde ich sagen, da könnte man jetzt noch sagen, dass es Wildnis ist. Allerdings ist es auch so, dass der LBV München jetzt in Anführungszeichen nur 80 Hektar hat, obwohl es an sich richtig, richtig viel ist. Aber wenn man sich überlegt, wie groß München ist, ist es natürlich ein super kleiner Teil. Was für Vorteile bringen nutzungsfreie Großschutzgebiete uns Menschen und inwiefern dienen diese als Naturlabor? Das ist eine sehr gute Frage. Musste ich sehr schmunzeln. Ja, also es ist natürlich schon so, dass so nutzungsfrei, also nutzungsfrei in Anführungszeichen für den Menschen, vom Menschen aus gesehen, weil genutzt wird ja die Natur immer von den Lebewesen, dass diese natürlich gut für uns so ein bisschen aus unserer Sicht sozusagen die Natur noch in ihrem möglichst natürlichen Zustand zu erleben. Also für die Arten ist es natürlich mega der Rückzugsort und sie können sich dort entwickeln, ohne dass der Mensch eingreift. Und für uns Menschen sozusagen so ein bisschen so das zu beobachten, wie die Natur eigentlich sein könnte, wenn man jetzt nicht Pflanze XY so anpflanzt und dann immer drumherum mäht. Das würde ich sozusagen als unseren, naja, unseren Punkt, unseren Vorteil, glaube ich, war die Frage genau, nennen. Und Naturlabor, also ich glaube, das spielt jetzt ein bisschen darauf an, dass es ja doch auch Wissenschaftler gibt, die das so erforschen, sage ich jetzt mal. Und ich denke, dass die, also die erforschen ja vor allem die Zusammenhänge zwischen, okay, den Insekten und den Bestäubern oder den Pflanzen und den Insekten oder der Tierwelt und genau. Und wenn man das eben zum Beispiel weiß, kann man auch die Tiere zum Beispiel besser schützen. Also das hat ja alles immer einen Grund und ein Ziel und ist nicht einfach nur zufällig gewählt. Was kann ich als Person unternehmen, um die Artenvielfalt zu erhalten? Das ist echt eine schöne Frage, ja. Also um Artenvielfalt jetzt, also Artenvielfalt, das ist ja so ein großes Wort. Also man kann ja Pflanzen erhalten, man kann Insekten erhalten. Und was natürlich jeder Einzelne so machen kann, ist sozusagen alles, was sozusagen in seiner Macht steht, also seinen Garten oder seinen Balkon und den zum Beispiel einfach naturnah gärtnern, also zum Beispiel torffrei, eigentlich weniger Pestizide und Insektizide, weil und dann eigentlich noch ein Zusatz, weniger Insektizide und Pestizide und als Zusatz noch dazu, im Prinzip mehr Nahrungsquellen für unsere heimischen Insekten anbieten. Und das macht man ja eigentlich durch heimische Pflanzen. Dann hat man zum Beispiel die Botanik und die Zoologie gleich auf gleicher Schiene sozusagen artenvielfaltstechnisch beschützt oder erhalten. Also ich denke, das ist was, was man wirklich selbst auch machen kann. Also ich versuche das auch immer an meinem Balkon, möglichst heimische Pflanzen zu machen, wo man da aber auch sagen muss, da muss man echt aufpassen. Also ich kann da eigentlich nur jedem dazu raten, wenn man in eine Gärtnerei geht, schaut euch die Schilder an den Pflanzen genauer an. Weil manche sehen total heimisch aus, in Anführungszeichen, sind aber eigentlich irgendwoher importiert von sonst wo. Da muss man schon ein bisschen drauf achten. Genau. Aber dann sage ich jetzt mal Augen auf und dann wird das schon. Wie schätzt du die zukünftige Entwicklung der Wildnis in Zentraleuropa ein? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil da so viele Faktoren reinspielen. Also wir haben da ja so ein bisschen Klimawandel oder Klimakrise, wie man es jetzt nennen möchte, als Punkt. Dann, naja, ist halt die Frage, wie entwickelt sich der Mensch weiter? Gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt eher punkto Klimawandel. Dann würde ich sagen, wird es für manche Arten schwieriger, vor allem für die, die Kälte angepasst sind. Weil die steigenden Temperaturen ja doch in Anführungszeichen ein größeres Problem für die darstellen. Weil, naja, die Kälte angepassten Arten heißt ja eigentlich schon, die sind halt eher an den Frost, an den langen Winter angepasst. Und man merkt es manchmal auch schon, als ich weiß nicht, ich finde, dass es jetzt viel wärmer schon wieder auf plötzlich geworden ist. Es ist also ich finde, man merkt es irgendwo schon, dass die Temperaturen steigen und davon profitieren natürlich eher die Arten, die angepasst sind an solche höheren Temperaturen. Und es kann natürlich sein, dass in dem Zuge wir in Zentraleuropa halt so ein bisschen eine Verschiebung sehen, dass die kälteangepassten Arten entweder aussterben, wenn es nicht anders geht, oder zum Beispiel einfach in die höheren Lagen wandern, da
davon spricht man ja immer so schön. Also das heißt ja nichts anderes, als dass die Arten sich versuchen, ich sage jetzt mal, mehr in den Alpen nach oben zu bewegen und in die rauszuwandern, sozusagen als Notlösung. Und das ist, glaube ich, was wir schon irgendwann mal als Menschen mehr zu spüren bekommen, wenn es dann einfach ja, Pflanzen bei uns im Garten nicht mehr so gibt, sondern nur noch in den Alpen leben kann. Wie schätzt du die Artenvielfalt am Stadtrand bzw. in der Stadt verglichen zu der Vielfalt in Vogelschutzgebieten ein? Ich würde sagen, dass also in der Stadt gibt es grundsätzlich auch Vögel, das so mal vorweggesetzt, und man hat aber auch teils ein paar andere Vogelarten als jetzt außen herum. Beispiel, also so große Vögel, so große Greifvögel, ein Adler oder sowas, sowas findet man eigentlich eher nicht in der Stadt, sondern eher auf dem Land, weil die halt ein ganz anderes Zug- und Essverhalten und Brutverhalten haben. Tendenziell würde ich sagen, dass in einem Vogelschutzgebiet mehr Arten vorkommen, tatsächlich, weil es oft die Vogelschutzgebiete haben ja bestimmte Habitatstrukturen, also zum Beispiel jetzt irgendwie ein Fluss und dann spezielles Ufer, da kommen halt einfach noch ein paar mehr Vogelarten, die darauf spezialisiert sind, dazu. Deswegen würde ich sagen, dass das natürlich dann in Sachen Vogelschutzgebiete, das auf jeden Fall nochmal einiges ja, dazu kommt. There are a total of 16 national parks in Germany. That may sound like a lot at first. However, they actually only cover 0.6% of the whole country. That needs to be changed. Ja, ich bin Peter Heller. Ich bin Vorsitzender der Ortsgruppe im Bund Naturschutz in Bayern, einem großen Naturschutzverband, den es seit über 100 Jahren gibt, für den ich ehrenamtlich tätig bin, aber auch hauptberuflich arbeite, da allerdings in der Organisation. Wilderness, what does that mean to you? Do we even need that? Ja, unbedingt. Wildnis brauchen wir unbedingt. Das ist der Bereich, in den der Mensch nicht eingreift. Menschen haben ja die Hybris, dass sie denken, alles überblicken zu können. Aber die ganzheitlichen Erscheinungsformen in der Natur durchdringt der Mensch häufig nur an der Oberfläche. Deswegen brauchen wir die Wildnis. Wir brauchen die für Flora und Fauna, dass sie sich so entwickeln kann, wie es die Evolution hergibt. Und was bedeutet Wildnis? Unberührte Natur, Urwald, aber auch Gegenden, in denen alles so sein kann, wie es eben kommt. How can wilderness develop or be preserved? What does DBN do for wilderness development? Das ist eine gute Frage. Eigentlich ist es zweigeteilt. Wildnis entsteht da, wo der Mensch erst gar nicht hinkommt. Aber Wildnis entsteht auch dort, wo der Mensch sich zurückzieht. Wir waren mal vor einigen Jahren auf der Insel Rügen und haben dort die südlich gelegene Insel Film, die schreibt sich mit V, besucht. Dort können seit etlichen Jahren, seit es ein Naturschutzgebiet ist, nur noch zweimal pro Tag 30 Menschen hin, um sich die immer mehr vom Weidewald zum Naturwald umbrechende Natur anzusehen. Und interessant ist, in den 50er Jahren hat dort der Ministerrat der DDR so kleine Datschensiedlung aufgebaut, um da ganz für sich zu sein in der schönen Natur. Später kamen für kurze Zeit Touristen, aber da hat man schon gesehen, dass das ökologische Gleichgewicht kippt und hat das dann begrenzt. Und es gibt einen Nebenteil der Insel, der kleine Film, der seit einigen Jahren nur noch von Biologen und anderen Forschern, aber auch nur in ganz begrenzten Zeiträumen betreten werden darf, um zu gucken, was passiert, wenn
die Natur wieder sich selbst überlassen bleibt. Das ist also ein Beispiel. Und das andere ist, und da setzt sich der Bund Naturschutz massiv dafür ein, das Grüne Band. Das Grüne Band ist entstanden an der Grenze zwischen Deutschland und den sogenannten westlichen Staaten und dem früheren Ostblock. Also insbesondere auf der Grenze zwischen der Bundesrepublik und der damaligen DDR. In dem breiten Todesraum hat die Natur auch jede Menge Platz gehabt, auf vielen hundert Meter Breite, hunderten, tausenden von Kilometern Länge. Und da ist Wildnis entstanden. Wildnis entsteht auf Truppenübungsplätzen, dort, wo nur wenige Bewegungen sind, wo Panzer vielleicht mal Gumpen einfahren, wo Tümpel entstehen, wo aber sonst weiter nichts passiert. Da entsteht Wildnis. Und der Bund Naturschutz ist natürlich auch sonst dafür da, um Biotope anzulegen und zu pflegen. Aber da frage ich mich natürlich, ist das Wildnis oder ist das geschützte Natur? Ich würde es nicht als Wildnis bezeichnen. Wenn man eigentlich jedes Jahr die Biotope pflegen muss, damit die Natur den Zustand hat, den der Mensch gerne möchte. Ein Phänomen ist die Einwanderung invasiver Arten, der Neophyten. Also wir vor Ort in Dachau haben Biotoppflegemaßnahmen im Herbst, um die kanadische Goldrute, das indische Springkraut zu bekämpfen. Ja, aber ist das dann Wildnis? Es dient dem Artenerhalt verschiedener Magerstandortspezies, ist dafür auch wichtig. Aber wie gesagt, ich würde das nicht als Wildnis bezeichnen. Was mir noch einfällt an Wildnis ist, wenn ein Naturraum wieder zurückerobert wird. Der Bund Naturschutz hat sich seit den 70er Jahren dafür eingesetzt, den Biber, der in Bayern ausgerottet war, wieder heimisch zu machen. Mittlerweile ist der Biber wieder im ganzen Bundesland und auch in angrenzenden Bundesländern heimisch geworden. Ein Biber braucht ungefähr 1 Kilometer Gewässer, um sein eigenes Habitat da aufzubauen. Und der Biber hat dazu geführt, dass in waldnahen Bereichen, aber auch in Ackerfluren und sonstigen Gebieten wieder Flächen aufgestaut worden sind und dadurch ansatzweise, das dauert natürlich viele Jahre, wieder zu einem ursprünglichen Feuchtgebiet geworden sind. Wir haben hier ein Gebiet bei uns in der Nähe, das Palsweiser Moos, in dem der Biber viel staut und schon die ersten Erfolge der Wiedervernässung oder Nasshaltung des dortigen Moores, Palsweiser Moos, der Name rührt daher, entstanden ist. Also das ist auch ein Beispiel, wie Wildnis wieder entstehen kann. Der Mensch hat den Biber wieder dort eingesetzt und jetzt muss man schauen, wie sich das Ganze reguliert. Sehr spannend. Humanity needs more and more areas. How do modern agriculture or the construction of, for example, new roads influence biodiversity and wilderness? Ja, das ist ein Thema, was uns sehr beschäftigt. Auf der einen Seite die chemische Agrarindustrie, auf der anderen Seite der menschgemachte Flächenfraß. Fangen wir mit dem ersten an. Man kann leider sehr gut beobachten, dass es eine direkte Korrelation zwischen chemischer Agrarindustrie und Artenschwund gibt. Seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts mit dem Einsatz von DDT und anderen chemischen Pflanzenschutzmitteln hat die Artenvielfalt schon abgenommen. Rachel Cohen hat das berühmte Buch Silent Spring, Stummer Frühling, geschrieben.
eine amerikanische Biologin, die Anfang der 60er Jahre beschrieben hat, wie nach dem Einsatz dieser Giftkeulen in verschiedenen US-amerikanischen Gebieten tatsächlich im Frühling keine Insekten mehr da waren. Und mit den Insekten dann die Vögel und die Fische der jeweiligen Region gestorben sind und zurückgegangen sind. Und das hat sich aber weiter fortgesetzt. In den Nullerjahren jetzt Glyphosat, in den Zehnerjahren zu Beginn schon der Einsatz der Neonicotinoide, die dazu führen, dass zum Beispiel bei Bienen, das ist nicht nur die Honigbienen, sondern auch die über 500 Arten von Wildbienen, schwerste Schädigungen im Nervensystem erleiden, die Orientierung verlieren, nicht mehr zurückfinden und ihre maßgebliche Arbeit des Bestäubens nicht mehr vollziehen können. Das ist hochdramatisch. Es gibt diese sogenannte Krefeld-Studie, die vor einigen Jahren aufgezeigt hat, dass binnen 20 Jahren die Masse an Insekten um 75% abgenommen hat. Da ging es nicht um die Zählung einzelner Arten, sondern erstmals tatsächlich um die Quantität des Insektenaufkommens. Das, was man auch im Straßenverkehr beobachten konnte. Ich kann mich noch erinnern, als Jugendlicher, wenn da über die Landstraße gefahren wurde, da war die Windschutzscheibe der Eltern immer voll gehangen. Man musste schon nach ein paar Kilometern teilweise wieder reinigen, weil man nichts mehr gesehen hat, weil alles verschmiert war. Heute, wenn man mit dem Auto irgendwo hinfährt, passiert gar nichts. Also das ist das eine. Die Landwirtschaft hat in Bayern zum Beispiel einen Anteil an der Fläche von 50%. Da kann man natürlich ermessen, welch hoher Anteil am Artenschwund tatsächlich auf die Landwirtschaft fällt. Das ist der eine Bereich. Und der andere ist Flächenfraß, Neubau von Straßen, was auch immer. Wenn die Fläche versiegelt wird, dann führt es zum einen natürlich zu einer Aufheizung der Region. Es führt aber auch dazu, dass Lebensräume durchschnitten werden. Die werden getrennt. Flora und Fauna muss wandern, braucht Vielfalt und große Bewegungsräume. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Wildkatze. Wildkatzen haben große Reviere, die Wälder oder waldnahe Gebiete brauchen. Wenn Straßen durch Waldgebiete geführt werden, dann kann das dazu führen, dass die Wildkatze nicht mehr wandert, sondern sich verinselt. Und die Verinselung von Naturschutzgebieten, von Biotopen und sonstigen ist ein großer Feind von Artenvielfalt. Ja, und hier vor Ort haben wir ein gutes Beispiel. Es gibt eine Umfahrungsstraße, die für Dachau geplant wird, schon seit 20 Jahren. Wir erheben immer wieder massive Einwendungen. Da geht es unter anderem um eine rote Listenart, die Helm-Azur-Jungfer, ist eine Libelle, die in einem Bach- und Grabensystem heimisch ist. Das ist eines der größten Vorkommen in Europa sogar, hat europaweite Bedeutung. Die Helm-Azur-Jungfer steht auf der roten Liste, weil sie vom Aussterben bedroht ist. Und die kann nicht einfach umgesiedelt werden, weil ihr Lebensraum sich auf, naja, so 60 Meter in der Länge begrenzt, 60, 100 Meter und dann ist Schluss. Wenn jetzt eine Straße über den Bach geführt wird, dann führt es dazu, dass wahrscheinlich das Habitat kaputt geht. Und je eingeschränkter der Lebensraum ist, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass er unwiederbringlich verloren ist. Also auch da kein gutes Beispiel. Can wilderness also exist in cities? How can cities become more biodiverse? Das ist eine gute Frage. In Dachau gibt es zum Beispiel, nicht sehr groß, aber immerhin Gebiete des Stadtwaldes. Das ist einmal Bannwald, der also geschützt ist. Und
Das ist deswegen wichtig, weil der Landkreis Dachau der waldärmste in ganz Bayern ist. Wir brauchen Wälder. Im Wald kann Wildnis entstehen, aber nur dann, wenn er nicht ständig aufgeräumt wird. Wenn es also möglich ist, dass niedergefallene Äste, aus Sicherheitsgründen geschlagene Bäume und Ähnliches einfach liegen bleiben. Das geschieht zunehmend. Meine Beobachtung, unsere Ortsgruppe gibt es jetzt seit 25 Jahren und deswegen kann ich das gut beurteilen. Die Beobachtung ist, dass die Leute sich viel weniger als früher darüber aufregen, dass der Wald nicht mehr so schön aufgeräumt ist. Aber Wald und Ordnung widerspricht sich elementar. Es gibt dann sogenannte Totholzprogramme. Und damit meint man, dass Baumstümpfe, aber auch Stämme und Sonstiges einfach belassen werden. Aber der Name ist irreführend. Totholz ist nämlich gar nicht tot, sondern Lebensraum für eine unglaubliche Zahl an Insekten, Käfern und Sonstigen, für Pilze. Das ist Leben. Und dieses Leben führt dazu, dass weiteres Leben sich davon ernähren kann. Es werden symbiotische Beziehungen eingegangen. Vögel können sich wiederum von den Insekten ernähren und. Ich will das gar nicht im Einzelnen aufzählen. So kann Wildnis auch im Stadtgebiet entstehen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich Urban Gardening, deine Inseln in der Stadt gärtnerisch bewirtschaftet, um zu schauen, dass so Schmetterlinge zu ihrem Recht kommen, auch da Insekten und Vögel. Aber natürlich auch die Frage, wie wird Nachverdichtung in der Stadt gestaltet? Mittlerweile ist bekannt, dass private und auch städtische ökologische Grün in der Stadt sehr viel biodiverser ist als die Landschaft außerhalb, sofern sie landwirtschaftlich genutzt wird. Also Städte können biodiverser werden, indem sie darauf achten, Vernetzung zu planen und durchzuführen und so Stränge zu schaffen, an denen sich Flora und Fauna weiterentwickeln und wandern können. Städte müssen darauf achten, dass sie nicht nur Inseln haben, sondern wirklich Bänder, die für Tiere und Pflanzen genug Ausbreitungsmöglichkeiten haben. Lieber an einzelnen Orten massiver bauen und dafür den Rest ökologisch hochwertig belassen. What can a single person do for more wilderness and biodiversity? Ja, die Antwort würde ich zweiteilen, so ganz spontan. Das eine ist institutionalisiert, also sich Verbänden wie dem Bund Naturschutz natürlich, aber auch anderen anschließen, die sich für Ökologie, für Mensch und Natur, für Biodiversität, für Klimaschutz, gegen Flächenfraß und so weiter einsetzen, sich in Projekten engagieren und natürlich selbst in der eigenen Umgegend, also im Garten auch nicht alles aufräumen, sondern Äste liegen lassen für Mäuse, für Igel zum Überwintern, Laub auf den Beeten, Blumen ansehen, die möglichst in Abständen das ganze Jahr über blühen, um den Bestäubern wieder Möglichkeiten zu geben, Pollen zu sammeln. Schlupflöcher für Insekten, Nistkästen für Vögel, sonstige Dinge. Einfach die Artenvielfalt positiv gestalten. Das ist natürlich menschgemacht, führt dann nicht zu einer Wildnis, aber zu einer deutlichen Erhöhung der Biodiversität und dem Erhalt des, in dem Fall privaten, ökologischen Grüns in der Stadt. Be part of the solution. Let us stop the decline of biodiversity together.